came to play. I came to play, there's a price to pay. Time for you to get down on your knees. I came to play. Servus YouTube und Freunde des gepflegten Gamings, hier ist euer Wolfsrudel, ich bin's der Mare und ich will euch heute zeigen, wo ihr in Far Cry 3 den Chris, diesen Hollywood-Star, diesen Verschollenen, findet. Dazu gebt mal einen Blick auf die Karte oder vorher noch besser gesagt, alle die den selber finden wollen, sollen das Video jetzt nicht angucken, also die quitten einfach hier, weil wie gesagt, ich habe ewig gesucht, aber ich habe ihn endlich gefunden. So, also alle, ne, die jetzt nicht wissen wollen, wo der ist, wegschauen oder Video beenden. So, machen wir hier mal die Weltkarte her. Ihr seht, wo ich hier bin. Wir sind gleich ganz nah dran, ist auf jeden Fall in der ersten Insel. Gehen wir mal ein bisschen näher hin. Die Koordinaten seht ihr hier oben. Also merkt euch die einfach oder ich werde es auch nochmal größer markieren. Also hier ist es auf jeden Fall. Jetzt zeige ich euch das mal. Ich habe mich versucht immer an diesem Wallpaper, an diesem, wo Vars neben dem Kopf sitzt, zu orientieren, aber das kann man nicht so hundertprozentig. Man sieht schon, hier sind die zwei Leichen. Und da ist ein Kopf. Und das ist wohl der Chris. Ich habe es selber noch nicht gesehen. Das sieht ja richtig schwul aus. Ich dachte, das sieht jetzt besser aus. Nicht so langweilig. Uns die mal an. Oh, schön aufgeknüpft. Machen wir kurz einen Screenshot, damit es alle auch glauben, ne? Und hier ist dann der Kopf. Und da ist ja gleich ein Bär. Den schießen wir mal schnell ab. Und weil das Reh schaffen auch noch. Oder auch nicht. Nehmen wir mal. Jawohl. Und jetzt haben wir den Kopf quasi aktiviert und wir haben den Erfolg bekommen. Das war's eigentlich auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat es geholfen, falls ihr schon lange auf der Suche wart, wie ich. Und ja, bis dann, Leute. Tschüss.